etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun, das kann jeder. Und das sieht man hier. Das ist einfach toll, wie die Jugendlichen sich dieses Themas angenommen haben und auf die Felder gegangen sind, die Lebensmittel genommen haben, die nicht mehr für den Handel geeignet waren und dann trotzdem in eine Verwendung gebracht haben. Denn am Ende geht es ja auch um Wertschätzung von Lebensmitteln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass jedes Lebensmittel einen Wert hat und wir das nicht verschwenden dürfen. Landwirtschaft und Ernährung und auch der evangelischen Jugend in den ländlichen Räumen, das ist ein Kooperationspartner, in einer großen Aktion gegen Lebensmittelverschwendung, gerichtet sehr an Jugendliche und junge Menschen. Wir haben hier große Zelte aufgebaut, schnibbeln Gemüse gemeinsam, kochen daraus und essen Suppe auch gemeinsam. Und das Schöne daran ist, dass das Gemüse, das eigentlich nicht marktfähig ist, also dass man nicht in die Supermärkte bringen kann, weil es den Vorstellungen Normen nicht genügt. Und wir zeigen sozusagen mit der Aktion, dass es erstens Spaß macht, miteinander mit den Lebensmitteln umzugehen, dass gute Gerichte daraus entstehen, schmackhafte Gerichte daraus entstehen, von Dingen, die man eigentlich wegwerfen würde. Ministerium, wenn ihr es sagen darf, beim Abend der Begegnung am Mittwoch. Wir haben dann unser Haus geöffnet. Ich leite das Kommunikationsbüro der Initiative Tonne. So gut wie die Tonne ist eine Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und wir richten uns im Prinzip an alle, an jeden Einzelnen dahingehend, was kann man machen gegen Lebensmittelverschwendung? Was kann jeder selber machen? Was kann man zu Hause machen? Was kann man beim Einkauf machen? Was kann man am Herd machen, wenn man noch Reste übrig hat? Und wir sind die evangelische Jugend in ländlichen Räumen, das ist ein Arbeitsbereich der AJ und wir sind hier bei der Schnippeldrisco mit vertreten, denn wir vertreten auch mit, dass man Lebensmittel nicht verschwenden soll und daher haben wir hier auch groß mit ausgestellt unsere Kampagne Marmelade für alle, darüber wird berichtet, aber auch über ganz viele andere Themen, die wir in der letzten Zeit hatten, wo es immer wieder um Veränderung geht und wo es auch darum geht, wie kann man das Leben in ländlichen Räumen für Jugendliche attraktiver gestalten, dass sie sagen, wir möchten da bleiben, dort später auch zufrieden, glücklich und gesund leben können.